Nächster Wurf. Oh, ja, da hängt er schon. Und gleich der nächste. Ah. Ja. Einer ab, einer. Ah, schon wieder ab. Und der nächste. Herzlich willkommen beim Anglerbot TV. Eine neue Folge. Wir sind mal wieder in Norwegen. Gestern sind wir angereist mit der Fähre Color Line Kiel nach Oslo, dann mit dem Auto weiter. Hier haben uns gleich die Nordlichter begrüßt. Wir haben ein spannendes Revier. Ich bin mit Sebastian Boch hier vom Ferienhäuser Boch. Erzähl mal, wo sind wir hier? Ja, wir sind, wie Jesko schon sagte, in Mittelnorwegen auf Höhe Trondheim und zwar auf der Insel Frøya. Ein sehr spannendes Revier mit unzähligen Inselchen, Schären, vielen Möglichkeiten, wo man sich verstecken kann, auch bei nicht so gutem Wetter. Wir haben ja jetzt nun mal Oktober, da ist das Wetter unter Umständen nicht mehr ganz so gut. Wir haben jetzt auch ein bisschen Wind, haben trotzdem die Möglichkeit rauszufahren und ich bin guter Dinge, dass wir eine schöne Tour erleben werden. Was für Fischarten können wir erwarten? So, nennen wir so 3, 4 Standardfischarten. Seelachs, Köhler, Dorsch. Pollack bei den ganzen Bergen wird auch eine spannende Sache sein. Und Längen, ne? Große Längen, dafür ist Frøya auch bekannt. Ich bin guter Dinge. Ja, ich bin heiß. Wir machen jetzt das Angeltackle fertig, die Boote fertig. Top-Boote mit 100 PS dahinter. Wir legen los und dann melden wir uns vom Wasser. Ja, ein schöner Tankdorsch, auf einen fetten Gummifisch, hat er sich reinverleibt, richtig schöner Fisch. Wir haben jetzt 42 Meter, ist nichts Großes, wir haben aber eine sehr starke Drift und denken hier die ganze Zeit, wir haben den neuen Rekordfisch am Haken, dabei ist es nur der Strömungsdruck. Aber das wird auch wahrscheinlich wieder ein schöner Fisch für die Küche werden. Kleiner Küchendorsch. Wobei, der ist noch ein bisschen klein, den lassen wir, glaube ich, noch mal frei. Kleiner Beifang hier, den lassen wir noch mal schwimmen. Yeah.
Wir durften heute noch am ganz besonderen Spektakel hier teilhaben. Ein Bekannter von mir hat eine Quote zum Thunfischfangen. Es gibt insgesamt hier in Norwegen 6 oder 7 Boote, die das mittlerweile dürfen, weil die Bestände immer größer werden. Und wir durften heute mal live dabei sein, wie die Thunfischfänge hier angelandet werden. Das sind natürlich schon Ausnahmefische. Das sind Fische von 200, 300 Kilo? 200, 300 Kilo und wer weiß, in einigen Jahren, vielleicht fährt man dann gezielt zum Thunfischfang nach Norwegen. Das wäre mal was irgendwie. Keine Dorsche, keine Längen, dann 200, 300 Kilo Thunfische an der Angel. Wer weiß, was Wahnsinn. Die Zukunft bringt. Coole Fische. Sehr schön. So, auf zum neuen Platz. Wir wollen jetzt Pollack angeln. Da lege ich mal den Hebel auf den Tisch. 10 Minuten, dann sind wir da. Pollack, wir kommen! Und ein weiterer schöner Pollack hier vor Utian bei Fröja. Schauen wir mal, was im Laufe des Tages noch so kommt. Ja, haben jetzt hier einen Berg gefunden. Hier sind so die 70er Köhler, die stehen hier so standardmäßig drauf. Hier kriegt man jetzt einen Biss nach dem anderen. Wir werden jetzt auch mal umsetzen, weil davon haben wir jetzt schon genug. Jesko, hast du die Milchschnitten eingepackt? Milchschnitten? Nee. Milchschnitten gibt's heute nicht. Warum nicht? Heute gibt's frisch gefangenen Fisch. Lecker Hering. Nein, oh, herrliches glaub, Wetter, oder? Ja, Wetter ist Bombe und Wind sieht gut aus. Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen weiter raus. Ja, kann man da hinten her durchfahren. Oder da. Fahren wir da raus und dann mal ein bisschen tiefen Kanten, tiefen Berge. Vielleicht mal auf Längen heute. Vorher noch ein paar Köderfische fangen. Das sollte eigentlich klappen. So. Ja, Sprit haben wir noch mit. Ja, ich würde sagen, fahren wir da rechts raus. Und dann links durch die Scheren durch. Eche sofort wieder auf. Ich komme jetzt auf den Fisch. Ja, können wir direkt. Ja, können wir gleich den Anker setzen. Jetzt fahren wir mal richtig schön raus. Gutes Wetter heute.
Ja, wir wollen noch mit Naturköder angeln. Und da brauchen wir ein paar Köderfische, Makrelen oder kleine Seelachse. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Anzeige gehabt auf dem Echolot und was? Ja, da kommen da schon die richtigen Köderfische. Nicht die größten, aber kann man sogar ganz anbieten. 3 Makrelen am vertüdelten Heringspaternoster. Perfekt. Jetzt ist irgendwas Besseres eingestiegen. Eine größere Makrele oder? Ne, ein kleiner Dorsch. Der darf wieder schwimmen. Ja, da haben wir endlich den ersten Längen. Relativ tief gefangen auf ungefähr 180, 184 Meter. Mit einem Schwanzstück von der Makrele. Ja, ein schöner Küchenlenk. Da probieren wir es gleich nochmal und dann hoffen wir auf ein bisschen größeren. Ja, wir haben jetzt einen neuen Berg angefahren. Jesko hatte direkt nach dem Runterlassen den ersten Kontakt. Konnte schon den ersten kleineren Längen fangen. Jetzt ist der hier eingestiegen. Wird wahrscheinlich so knapp über einen Meter sein. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen größeren rauskitzeln können. Da ist der nächste. Jetzt haben wir sie gefunden, die Längen. Hier auf 184 Meter. Ein kleines Mini-Plateau und da ist eine steile Kante. Und da stehen sie. Bei Bombenwetter heute. In den letzten Tagen ein bisschen Pech mit dem Wetter, ein bisschen Wind. Dann haben wir drinnen auf Pollack geangelt. Und jetzt haben wir die schönen Längen hier. Und das ist ein bisschen Arbeit aus der Tiefe. Und da ist gleich der nächste Längen. Wir haben sie gefunden mit Fischfetzen. Bringt richtig Laune bei Bombenwetter. Super, super Angelei. Perfekte Bedingungen heute, um ein bisschen tiefer zu angeln. Wenig Drift, super Wetter, keine Welle. Das heißt, wir kommen mit wenig Blei aus. Ich fische ein klassisches Lenkvorfach. Der erste Haken kurz über dem Blei mit einer Zwei-Haken-Montage. Das heißt, da habe ich eine ganze Makrele drauf. Ein Filet habe ich mir rausgeschnitten. Das hängt am oberen Einzelhaken. Und jetzt bin ich unten angekommen. Nur mal sehen. Und ich habe auch schon den ersten Biss direkt. Das ist doch Wahnsinn. Ja, 180 Meter Tiefe. Ich habe wie gesagt einen ganzen Köderfisch angeboten, um ein bisschen selektiver zu angeln und damit zu versuchen, die Haie, die man immer als Beifang beim Tiefseeangeln hat, ein bisschen zu umgehen. Ist jetzt ein etwas besserer Fisch, aber auch kein Riese. Ich habe noch 160 Meter vor mir. So, mal sehen, was da dran hängt. 5 Meter habe ich noch. Und es ist. Oh, ein Lump. Und noch ein Lump. Komischerweise hat jetzt ausgerechnet der kleinere Fisch auf den ganzen Köderfisch gebissen. Also genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, ist eingetreten. Ja, beim Längenangeln im Tiefen, wir waren ein bisschen tiefer jetzt bei 200 Metern, ein richtig fetter Lump eingestiegen.
auch auf Makrelenschwanz. Ja, gerade auf dem 19 Meter Berg mal einen Pilker mit einem Gummiberg runtergelassen. Und da haben wir sie auch schon. Oh. Makrelen, aber was für Makrelen? Schon richtig, richtig fette Makrelen. Da kann man schon Makrele zu sagen. Tolle Fische. Auf Gummiberg und Pilker. Ja, heute sind wir mal mit einem lokalen Fischer unterwegs, mit Tarje. Tarje? Ja. Ja, Tarje. Und angeln hier auf 120, 130 Meter Tiefe mit Fischfetzen. Wir wollten eigentlich erst Rotbarsche fangen, aber da scheint jetzt wahrscheinlich ein Längen dran zu sein. What do you think? It's a Länge? Maybe it's a long, yeah. Lange? Oder Sei. Sei, okay. Ja, wir sind gespannt, was da hochkommt. Da ist er, ein richtig schöner Seelachs, unten am Grundgewissen bei 130 Meter Tiefe, auf Pilker, schöner Fisch. Petri. Ja. Wir haben hier gerade bei 170 Meter Tiefe nochmal versucht auf Rotbarsch, wollten gerade nochmal umsetzen und jetzt habe ich auf die Fischfetzen hier im Freiwasser wahrscheinlich ein oder vielleicht sogar mehrere Seelachse dran. Haben gebissen ungefähr bei 110, 120 Meter Tiefe. Das ist aber glaube ich nichts Großes, aber Fisch ist hier genug. Ja, ich glaube, da waren noch vorher mehr dran, aber ist wahrscheinlich schon wieder einer ausgestiegen. 70 Meter habe ich noch. Geht aber ein bisschen in die Arme. Ja, noch 50 Meter. Ja, ist heute der letzte Angeltag. Heute haben wir noch Bombenwetter, können noch mal raus. Aber da tun die Arme natürlich schon ein bisschen weh. Wir haben schon ein paar Fische gefangen, richtig schöne Längen schon. Und jetzt noch mal ein paar Abschlussfische. Und noch 35 Meter. Oh. Hey, hey, hey. Und jetzt bockt er noch mal. 20 Meter. 10 Meter. Oberer Haken ist er nicht. Muss ich jetzt mit den langen Rotbarsch vorfächern. Ja, wieder ein schöner Seelachs, ganz unten gebissen auf den Haken. Ist doch die perfekte Größe für die Küche. Schöner Seelachs, herrliche Angelei hier vor Freuer. So kann man eine Tour schön beenden. Da ist er, ein richtig schöner Küchenseelachs. Von der Größe haben wir echt wirklich viele gehabt. Ja. Leckerer Speisefisch, den lassen wir schön schmecken.
Wir haben nochmal Platz gewechselt. Denn das ist aber so ein kleiner Insel. Und direkt davor stehen richtig gute Pollack, die wir mit kleinen, schlanken Gummifischen hier relativ oberflächlich fangen. Und der kann sich schon sehen lassen. So ein 70er, 80er, vielleicht sogar größer. Der ist schon ordentlich. Schöner Fisch. Ja, schaut euch den Pollack an. Richtig herrlicher Fisch. Hier für Frühjahr. Das bringt Laune. Mit leichtem Gerät. Richtig cooler Fisch. Und der Gummifisch ist voll weg. Den wollt ihr haben. Wir fischen jetzt hier auf Pollack. Wir haben eine Insel im Hintergrund. Davor ist das Wasser gerade mal 5 Meter tief. Und wir führen die Köder jetzt wirklich oberflächennah, gerade mal 1 Meter unter der Oberfläche, ziemlich zügig durch. Haben jetzt schon ein paar Pollacks bekommen. Das scheint eine gute Stelle zu sein. Auch die Durchschnittsgröße ist ganz gut. Ich probiere es direkt nochmal. Wir lassen gar nicht lange absinken. Wir führen die wirklich direkt unter der Oberfläche. Ja, da war schon ein Anfasser. Kleine Gummifische, 20 Gramm Kopf, reicht vollkommen aus. Ja, der nächste schöne Pollack direkt hier, ja, direkt an der Kante zu 5 Meter tiefem Wasser. Hier ist ein großes Krautfeld, hier stehen sie drin. Wir führen die Köder ganz knapp unter der Oberfläche, ziemlich schlanke Modelle, schnell eingeleiert und es klappt. Prima Fisch. Nachdem Sebastian gerade wieder einen schönen Pollack gefangen hat, bin ich jetzt mal wieder dran. Sebastian, filme ich mal kurz. Und das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Ein Pollack, einer schöner, wieder andere, richtig schöne Größen dabei. Jetzt haben wir gerade eine Stelle, die ein bisschen tiefer ist. Jetzt lass ein bisschen absinken. Und da war schon der erste Anfasser. Oh, schon wieder. Und einfach, wenn ein Anfasser ist, gleich weiterkurbeln. Die laufen da rein. Ich habe schon 3-4 Bisse gehabt. Der will aber nicht. 3-4 Bisse. Aber gleich wieder raus. Ein bisschen absinken lassen. Nächster Wurf und hoffentlich auch gleich wieder Fisch. Wir haben echt jetzt am letzten Tag nochmal richtig Glück hier mit dem Wetter. Oh, ja, da hängt er schon. Oh, ah, da, ab. Und gleich der nächste. Ah. Ja. Einer ab, einer. Die haben hier auch Dampf. Ah, schon wieder ab. Und der nächste. Oha. Aber den haben die gerade ziemlich zerrockt, die Pollack. Gucken, ob der noch einen Biss durchhält. Jetzt aber. Ja, da schlägt das Anglerherz höher, wenn man hier wirklich so mitten voll im Pollack steht. Jeder Wurf ein Biss. Gut. Fast jeder Wurf ein Biss, der nicht. Ja, da war schon der nächste Anfasser und schon wieder. Und schon wieder. Oh.
jetzt aber. Jetzt hängt er. Und wieder ein guter. Man hat hier alle Größen von 60er Pollack, aber auch mal ein 70er oder 80er dabei. Und mit Glück fängt man auch mal einen 90er. Und der fühlt sich richtig gut an. Eieiei. Bockt unten, steht tief. Ja, eieiei. Haben die Dampf. Ein richtig schöner Bulle. Guckt euch die Tiere an. Herrlich gefärbt. Ja, wieder ein richtig, richtig schöner Pollack. Der hat auch ganz spitz gebissen. Gummifisch schon sehr lediert von den ganzen Bissen heute. Ja, was für ein toller Fisch. Herrlich gefärbt. Und von der Größe haben wir wirklich einige gefangen. Ich glaube, es reicht jetzt auch für heute. Man muss auch nicht jeden mitnehmen. Wir haben ein paar schon in der Bütt. Und man kann auch mal wieder ein paar schwimmen lassen. Für die nächsten Angler eine herrliche Tour. Einfach nur spitze. Sechs wunderschöne Angeltage im Oktober hier auf Freya sind vorbei. Leider, morgen geht es wieder nach Hause. Aber es hat mir wirklich sehr gefallen, die Angelei hier in den Scheren. Aber auch ein bisschen weiter draußen im Tiefen. Wir haben hier wirklich tolle Fische gefangen. Von Küchendorschen in den Scheren, von Makrelen, von Heringen. Highlight war natürlich jetzt am letzten Tag, für mich persönlich zumindest, nochmal das Pollack-Angeln. Wir haben sehr flach gefischt und haben teilweise direkt unter der Oberfläche die Attacken bekommen. Aber natürlich auch im Tiefen die großen Längs, die dann kamen. Lump war noch dabei, Köhler sind schöne eingestiegen, über 80 cm. Also wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Revier. Gerade die Längs haben mich fasziniert, weil wir wirklich eben einen Bereich hatten, jede Drift eben runtergelassen, da gab es sofort Bisse, das war eine Spaßangelei, schöne Fische. Da ist noch deutlich mehr drin, wir haben richtig gute Fische gefangen, aber nach oben hin, hier kommen jedes Jahr größere raus. Es hat mir gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da, gebt uns ein Abo, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal hier in Norwegen, Jesko und Sebastian, macht's gut.